Ja, ihr Lieben, es sind große Dinge, die wir erwarten. Und bevor wir hier in die neuen Themen gehen, Andreas, ich habe gerade vom Nordkorea eine Meldung aufgemacht. Ich traue gerade nicht wirklich meinen Augen. Das neue Kanzleramt soll 7-mal größer werden als das Weiße Haus, damit Olaf Scholz noch mehr Platz hat. Das Ganze soll 800 Millionen Euro kosten. Die Größe wird hier beschrieben wie 7 Fußballfelder mit Hubschrauberlandeplatz in 23 Meter Höhe und die Baukosten explodieren. Passt ja gut in so Krisenzeiten, oder? Na, natürlich. Also wenn man das Volk verachtet, dann wirklich mit Nachdruck und Anlauf. Das heißt, ihr braucht euch das Essen nicht leisten zu können, ihr braucht es auch nicht warm haben zu Hause. Entscheidend ist, dass der Bundeskanzler Scholz, der sich ja durch seine hervorragenden Fähigkeiten hervortut und das Land gerade mit sicherer Hand durch die Krise führt, dass der mit seinem Hubschrauber landen kann auf seinem Superhaus. Nun muss man dazu sagen, das Weiße Haus ist auch relativ klein. Ich kenne das auch und das sieht, man wundert sich das erste Mal, wenn man davor steht, dass es doch nicht so ein Riesenobjekt ist. Aber nichtsdestotrotz spricht es schon Bände, dass Deutschland als Vasall der USA quasi mit solchen gigantischen Gebäuden arbeitet. Übrigens hatten wir schon mal irgendwann eine Zeit, wo man in Berlin so gigantische Gebäude für die Politik errichtet hatten. Echt? Also hier steht sogar, dass die Milliardengrenze durchaus geknackt werden könnte. Und man fragt hier in dem Artikel, warum überhaupt neu gebaut werde, ob denn 25.000 Quadratmeter Fläche nicht ausreichten. Offenbar nein, heißt es hier, denn es gibt immer mehr Mitarbeiter im Kanzleramt. 900 Menschen müssen hier untergebracht werden und derzeit bietet dieses Haus nur Platz für 460 Menschen. Der was? Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Der Wasserkopf blubbert. Genau, und das spricht natürlich genau für die Politik eines untergehenden Systems, schnell nochmal die Staatsquote zu erhöhen, in diesem Fall zu verdoppeln. Und das ist natürlich dann das, was wir auch insgesamt im Staatswesen betrachten können. Auch bei dem Habeck-Clan, Greichen und so weiter und so fort, wo also die Staatsquoten extrem hochgefahren wurden. Also diejenigen, die die Werte erwirtschaften, müssen immer mehr Steuern bezahlen, damit sie diejenigen, die diese Werte, diese Steuern dann eben halt vergeuden oder ausgeben, ich will es mal als ausgeben bezeichnen, dass die dann natürlich dann ihr Geld zur Verfügung haben. Und das ist natürlich eine Staatsquote, die mit demokratischen Prinzipien überhaupt nicht mehr zu vereinbaren ist. Feudalismus nennt man das Ganze auch. Also, wir können wirklich stolz sein auf unsere politische Führung in Berlin. Das neue Kanzleramt wird 7-mal größer sein als das Weiße Haus. Wenn man sich jetzt allerdings so die aktuellen Meldungen anschaut, Herr Scholz war ja letzte Woche in den USA bei Herrn Biden, bei dem US-Präsidenten, auf den jetzt gerade in USA der große Abgesang begonnen hat. So richtig viel sehen wir in den westlichen deutschsprachigen Mainstream-Medien nicht darüber. Aber wir werden natürlich heute darüber berichten. Wir fangen aber erstmal an mit einer Meldung aus dem Inland. Ihr Lieben, wir haben ja nun in den letzten Wochen mit entsetztem Gesicht zugehört, dass es ja einen Geheimplan gegen Deutschland gehen soll, jedenfalls wenn wir den Recherchen des Faktenfinder-Portals Korrektiv glauben wollen. Die hatten sich da ja eingeschlichen, hatten auch den Raum verwanzt und haben gesprochen darüber, was da alles besprochen wurde. Nämlich, es war von Deportation die Rede, die gefordert wurde für Einwanderer und vieles mehr. Es ging, Entschuldigung, um Remigrationspläne, zu denen Korrektiv behauptet hatte, die würden auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund betreffen. Und Auslöser, also diese Berichte von Korrektiv waren die Auslöser für nunmehr in Deutschland fast täglich überall stattfindende riesengroße Proteste gegen rechts. Denn dieses Geheimtreffen, das ist überhaupt der Anlass gewesen, dass herausgekommen ist, wie rechts alle doch sind. Aber es gibt jetzt Gegenwind, es gibt Klagen, es gibt Strafanzeigen gegen Korrektiv. Da gehen wir gleich mal ein bisschen näher ran. Andreas, es ist eigentlich erstaunlich, dass
Ein solcher Bericht von einem Faktenfinder-Portal ausreicht, um die gesamte deutschsprachige und auch ja, deutschsprachige Mainstream-Presse, die dann auch ins Ausland gegangen ist, wo berichtet wurde, wie rechts Deutschland jetzt wieder ist, dass die diesen Einfluss haben. Ja, das ist natürlich schon die Frage mit dem Faktenfinder. Wenn Korrektiv eines nicht ist aus meiner Sicht, dann ist das ein Faktenfinder, sondern das ist eine linke Aktivistenorganisation, die von linken NGOs finanziert werden und mittlerweile nachweislich offenbar sogar in Zusammenarbeit, das heißt also Einflussnahme sogar auf den Bundesverfassungsschutz haben. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer fragwürdigen Organisation zu tun, die so ziemlich alles zu tun hat, aber keine Fakten zu finden, sondern letztendlich eine Propagandashow abzuziehen. Und dieses Potsdamer Treffen, was dort gewesen ist, ist eine große falsche Flagge, um irgendein Argument selber zurechtzuzaubern, was natürlich zusammenbricht, weil es einfach der Wahrheit so nicht entspricht, um darauf dann eben halt diese große rechte Szene und diese große rechte Organisationen gegen die, wo die Leute auf die Straße gehen, eben halt zu zaubern. Lächerlich eigentlich das Ganze. Problem ist, viele Menschen sind so mittlerweile eingenordet, dass sie nichts mehr hinterfragen und hinter allem stumpf hinterherlaufen, egal wie widersprüchlich alles ist. Ich möchte natürlich an dieser Stelle klarstellen, dass es deine Ansicht ist, ja, dass es eine falsche Flagge ist. Also so möchte ich das hier nicht stehen lassen als eine Behauptung, sondern als eine Meinungsäußerung des hier anwesenden Andreas Popp. Genau, und ich bin auch sehr vorsichtig mit meinen Meinungsäußerungen, aber hier ist meine Meinung selbstverständlich unter dieser Überschrift. Es handelt sich bei mir aus meiner Sicht um eine falsche Flagge, weil hier nämlich schlicht und ergreifend Zusammenhänge konstruiert wurden, die einfach reihenweise aufgeflogen sind. Aber die Medien haben das Ganze eben halt versucht, so hoch zu inszenieren. Und mittlerweile wissen es alle, die ein bisschen mitdenken, und ein gewisser Mob latscht einfach nur mit. Aber die sind auch nicht überzeugt, sondern die machen einfach nur irgendwie mit, weil sie sowieso nichts davon verstehen und sich aufgegeben haben. Da ist also keine innere Kraft, zum Beispiel die Zusammenhänge zu ergründen, überhaupt vorhanden aus meiner Sicht. Okay, also die Welt berichtet, dass es eben, wie gesagt, jetzt Leute gibt, die sich verletzt fühlen in ihren Persönlichkeitsrechten, nachdem Korrektiv sich da reingeschlichen hatte und nicht nur reingeschlichen und verwanzt hatte, sondern eben danach atemberaubende Berichte veröffentlicht hatte. Und wer klagt da jetzt? Also, das sind natürlich Teilnehmer dieses angeblichen Geheimtreffens in dem Potsdamer Landhaus Adlon. Unter anderem gehört dazu der Jurist Ulrich Vosgerau. Der hatte der Korrektivredaktion ein Abmahnungsschreiben geschickt, weil Aussagen des Juristen aus dem Kontext gerissen und falsch dargestellt worden sein sollen. Außerdem dementiert Herr Vosgerau, dass der Vortrag des identitären Aktivisten Martin Sellner verfassungsfeindliche Aussagen beinhaltet habe. Da geht es halt im Detail um diese sogenannten Remigrationspläne, zu denen Korrektiv behauptet hatte, habe ich gerade schon gesagt, dass auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund davon betroffen sein würden. Herr Vosgerau, der Jurist ist, hat sich einen Anwalt genommen, der heißt Carsten Bennecke, und der sagt, man muss dieser Legendenbildung entgegenwirken, und fügte der Klage 7 eidesstattliche Versicherungen bei, in denen die Inhalte des Treffens ausführlich aufgezählt werden. Und klar ist, durch eidesstattliche Versicherung sind die Betroffenen natürlich rechtlich gebunden, die Wahrheit zu sagen. Und Herr Bennecke, der Anwalt, hat in der Welt Folgendes erläutert. Er sagt, die Teilnehmer schildern in dem Wissen, dass sie sich bei einer Falschaussage strafbar machen würden, dass Herr Sellner in seinem Vortrag zwar gefordert habe, dass ausreisepflichtige Asylanten und Ausländer schneller abgeschoben werden sollten, dass es dabei aber nie um deutsche Staatsangehörige oder gar rassistische Kriterien gegangen sei. Und dann gibt es noch jemanden, das ist eine AfD-Politikerin, Gerrit Hui heißt sie, und die hatte ihre Anzeige bereits am 12. Januar, also 2 Tage nach der Veröffentlichung der Recherche, auf X angekündigt. Und diese Strafanzeige, meldet Apollo News, befindet sich inzwischen bei der Staatsanwaltschaft in Potsdam in der Eintragung, ob Ermittlungen eingeleitet werden. Also das wird noch überprüft. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und
Im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales, mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.